So, wo jetzt? Tu ich aber. Ja. Mein Voice Activation ist sehr empfindlich. Und hast du ein Klo auf deinem Zimmer? Ja, natürlich habe ich ein Klo auf meinem Zimmer. Jeder Mensch hat ein Klo auf seinem Zimmer haben. Zumindest an seinem, in seinem... Ach, hör doch auf. Wohin jetzt? Ich gebe gerade noch... Ich war gerade meine Runde drin, die Quest abgeben. Die Nutten befriedigen. Was? Hallo, Robert. Na, wie geht's dir? Jo, das ist gut. Das ist aber schön. Jetzt darf ich der Kuh ein Pappkostüm anziehen. Das klingt nach einem extrem ekelhaften Porno. Oh ja. Hast du es nicht gemacht, Tom? Natürlich habe ich das gemacht. Bei mir steht ja auch die Kuh hier rum mit. Ich habe ein Pappkostüm auf, my life sucks. Und wer kommt? Ursula, du. Hast du abgenommen? Gott, ich jetzt macht mir auch einen Kadaver. Mit dem übelsten Pappkarton umarmt. Ja, ja, der alte. Der ist doch Kader. Ist aber bestimmt der senilste, blindeste Mann hier in diesem Spiel. Hallo, Kader. Ja, Ursula, da ist deine Kuh. Die Rache von Ursula finde ich ja die cooler. Ja, Lost Key. Sag ich den Lost Key wieder. Was? Ich will keine Lost Key Quest machen. Ja. Boah, später. Lass uns aber nochmal durch den Aberdeen Ring gehen. Ja, genau, durch den Aberdeen Ring. Cool, warte mal, ich kann eine Story Quest annehmen. Ja, die uns aber wieder in der in die Trainingshalle führt, wo ich jetzt keine Lust habe. Wir haben schon genug Trainingshalt. Ja, ich bin. Jeden Trainingshalt. Aha. Jetzt mach einfach hin. Nee, ich nehme erstmal die Story Quest von April an. Ach, die hast du erst, okay. Da musst du wieder in die Trainingshalle, da musst du jetzt die Pilze sammeln. Ah ja, kann ich später machen. Trainingshalle ist ja nicht so schwer. Ja, das ist ja wohl auch alleine hier, ein kleiner Robot. Nicht vergessen, diese Kleine natürlich. Für die Kleinen? Der wiegt halb so viel. Ja. Also ich wage zu bezweifeln, dass er 48 Kilo wiegen wird. Du weißt, beim Body Mass Index auf der Tabelle oder bei dieser Grafik bist du in der oberen linken Ecke und ich in der unteren rechten. Ja. Was für maximales Über- und maximales Untergewicht steht. Tom kommt nur auf Idealgewicht aufgrund seiner Menge an Haaren. Und deine fetten Oberschenkel, aber ja, du hast recht, meine Haare machen übelst viel aus. Du hast keine fetten Oberschenkel. Das hast du in den Haaren. Das finde ich beleidigend. Ja. Du spülst sehr regelmäßig. Jeden Tag. Und ob wie bei jeder Mensch sagt, jeden Tag Haare waschen, das geht ja gar nicht. Habe ich wunderbar gepflegt Haare. Du benutzt Lush, ne? Ich hätte Lush benutzt, weil mir das ein Arbeitskollegen empfohlen hat, aber ich mag keine Naturprodukte. Chemie rockt. Hey, Naturprodukte sind toll. Die Stelle werde ich echt nie vergessen können. Robert in CS kommt und sagt, was du dazu eigentlich für eine Haarspülung. Ja, er weiß, wenn wir das genau echt an. Ich glaube, das wieder lebt noch immer. Ein bisschen aushauen. Schmeckt nach Pfirsich. Ich benutze auch nur Naturprodukte, ja. Ist ja aber auch nur, weil ich wegen dem chemischen Zeug das nicht vertrage, wegen meiner Haut. Ja, das ist echt eine sau interessante Story. Ja, ne? Bitte erzähl mir bei einem gemütlichen Abendessen zu zweit mehr darüber. Kerzenschein. Jetzt komm endlich! Okay. Kannst du den blöden Vasen noch später zersteppern? Ja, war gut. Verbeppern. Kaputt schlagen. Oh, wenn der hier ist, da ist auch der Boss nachher, ne? Ja. Graf Evil Knievel. Oft Knievel. Ja, nicht so. Letztlich habe ich keinen Home bekommen. Nee, das brauche ich ja nicht mehr, habe ich ja schon. Das
Ich glaube, Blut absaugen kann auch kritten. Obwohl es ja eigentlich ein Debuff ist. Und jeder weiß, Debuffs können nicht kritten. Doch. Ruinische Blutungen könnten ja auch kritten. Das wäre auch total gay und total overpowered. Genial, also macht nicht genial. Ja, wenn du in Deutschland was nutzen könnten. Auch allein schon die Fähigkeit und die Energieregeneration von Ruinen waren, aber ist richtig cool. Und die alle dieses Tobe, ich bin mächtig und ich werde das nicht. Weil ich damit deinen kritischen Schaden und den Futter erhöhe. Ach, gut. Total überbewertet. Geilsten selber. Ich kann schnipsen, ja, mehr brauche ich nicht. Du kannst auch kritisch schnipsen? Ja, das kann ich, glaube ich. Glaube ich. Also ich stehe auf Crit, das denkst du, warum ich meinen Dieb nachher auch auf Crit spielen darf? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich weiß es einfach nicht. Und ist das Coolste, was es gibt? Ja. Diese Zahlen, die du auf den Ständer kriegst. Ja, aber nicht lange vorhält. Bis zum nächsten Crit. Und wir deshalb muss ich auf kritische Treffer ran. Genau aus diesem Grund. Das ist alles so gut ein Crit. Jetzt muss er. Warum haben alle den gemutet? Ja, der hat ständig einen Orgasmus. Der akustische Dauerkrit. Ist ja nicht so, als ob ich da vorne unglaublich viel getötet hätte, aber wärt ihr da hinten auch dann langsam mal fertig mit eurem Zeug? Warum kannst du nicht mit deiner doofen Dämonenkralle aber was richtig cooles tun und diese Dinger einfach aus dem Boden rausreißen? Das ist spielerisch und vorteilhaft wäre für andere Spieler. Ja, ja. Na, Robert, schmeiß dein... Egal. Schmeiß dein Vertrag an, ist ja alles im Boss. Müsst ihr echt mal durchlesen, was dieses Disease überhaupt ist? Was für ein Zeug? Disease, die Krankheit. Weil meine Klaue hat das und ich vergib Krankheit hier dauernd Gegner. Ich weiß nicht, was das benutzt. Solange sie keine Dekubitus verursacht, wenn ich Dekubitus google, tut es einfach. Der Google ist halb so wild, Wikipedia hat eine schöne Großaufnahme. Eine schöne Großaufnahme. Okay. Das ist die Gute in einem sehr fortgeschrittenen Stadium. Ja. Genau das, was die Leute sehen. Also die sich für die Gute interessieren, ja. Ach, die zwei Medizinstudenten auf der ganzen Welt, die gerne die Gute machen sich. Ich hab nur gehört, was hab, ne? Ja. Das ist ja auch Sex. Das ist nicht natürlich, das ist Chemie. Bäh, das ist eklig. Komm, ey, nee, das geht nicht. Das ist was? Er sagte, es ist sexy. Ja, klar. Die Mädels sind echt heiß. Ich meine, was sie da essen, würde ich echt niemals essen. Aber das ist echt was. Okay, der Beziehung muss dir recht geben. Ich würde gerne mal wissen, was die da vorher gegessen hatten, weil die Scheiße sah aus wie Sprühsahne.
Von der Konsistenz her. Oh, ein wenig Dölle schnüffel ich das Ganze. Ich schau mich. Mit Creme. Halt die Schnauze, ansonsten kann ich nicht mehr hier diese Schokosahne essen. Liebe ist, wenn es Landliebe ist. Ja. Pass auf, nachher ist das ein Fake-Video, der jetzt einfach bloß eine Dose Sprühschokosahne in den Arsch geschickt. Was mindestens genauso krank ist. Oh ja. Moment, der Sack ist wieder voll. Der geht's wohl jetzt so gut, wa? Oh, 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 oh. The Trap! The Trap kommt! Ah, der hätte Probleme bei Yu-Gi-Oh! Die ganzen Feinkoppen. Weil ich hab einen Move, der den Gegner von den Füßen holt, ja, aber es ist effektiver, das nützt, wenn die am Fußboden liegen. Kannst du eigentlich mit deinen normalen Standardangriffen Gegner, die auf dem Fußboden liegen, Schaden zufügen? Ja. Okay. Das kann eigentlich jeder können. Ja. Nur mit Angela ist es ein bisschen schwierig. Weil die viele Schwimmer, die so nach oben gehen, da kriegst du bloß einmal von vier auf den Kopf. Ich hab auch einen Move extra dafür gemacht, das Gegner am Boden liegen zu hauen. Gehst du jetzt noch mit deinem Puppen oder kommst du endlich mal? Ja, das war meine Voodoo-Puppe. Oh, crazy Voodoo. Oh nein, das ist ja große, große, böse Mann. Hey, da kann ja Charge schon cool. Bin ich nicht so cool. Ich sag's noch ganz laut und ihr rennt alle rein. Allesamt. Hab ich euch doch extra gesagt. Hier, hast du nicht noch deine komische Speere, mit dem du mal runterholen kannst? Ja, ich nicht mit ihm. Die hat Angela. 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 Warum haben wir eigentlich Gegner kein Verlies mehr? Er ist wieder unten. Da waren sie. Oh, Riesenhammer. Nichts. Okay. Jetzt waren es nur noch zwei Riesenhammer. So, ey, wir haben eine Goldkarte dabei. Yeah! Crazy shit. Yeah. Nur Doppel S. Was sind 15.000 EP? So, jetzt ist wieder spannend. Oh, Robert hat schon einen guten Vorlauf gelandet. Ach, ich weiß nicht. Yeah! Ah, oh, Blood Moon! Geil! Das wäre ein Schwert gewesen, mit 25 Euro? Ja. It's a chest! Ja, du durfst also nicht drauf reiten, wenn ich mit Pen gehen. Okay. Ich meine, ja. Sagt der, der sich Namen auf ihn legt. Ja, ja, klar. Ey, vorne eine Schatte. Oh, diese Scheiße, Alter. So, ich könnte so kotzen. Ja. Ich hab noch ganz in Ruhe bei Asus ein paar Sachen verkauft, repariert und dies und das. Und naja, gut. Der ist noch nicht fertig. Hallo Gina, hast du mich vermisst? Ich hab dich vermisst. Kranke Schwein.